Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es mal wieder um das Easy Greenhouse Projekt und zwar heute geht es um den Teil 5, den Bewässerungskasten. Los geht's! Zuerst einmal, was brauchen wir dafür? Allgemein hier diesen Kasten, der wird dafür gebraucht und da sage ich euch jetzt gleich mal zu was ihr dafür braucht. Einmal eine Steckdose an sich, damit man Geräte einstecken kann. Dann solche Klemmen, ist egal wo ihr die kauft. Wichtig ist nur, dass sie die richtige Größe haben für den Schalter. Dann braucht ihr noch zum Beispiel Vago-Klemmen. Entweder nehmt ihr solche hier oder ihr könnt auch andere nehmen. Dann braucht ihr einmal den Schalter an sich. Dann braucht ihr hier ein solches Relais, was auch von einem Raspberry Pi angesteuert werden kann. Ihr braucht so eine Aufputzdose, wo später dann die ganze Technik, also das Relais und sowas, eingebaut werden kann. Ihr braucht ein Kabel, was normal 250 Volt aushält. Dann einen solchen Stecker, im besten Fall einen, der wasserisoliert ist. Und ihr braucht hier so Kabel, da ist es aber am besten, wenn ihr drei verschiedene Farben habt. Dann würde ich jetzt aber sagen, legen wir direkt mal los. Rocky.
Jetzt ist hier die Schnur angekommen und ich hatte das zwischenzeitlich nochmal geändert. Jetzt ist er so groß hier. Und daran müssen wir jetzt quasi noch das Kabel richtig gut festbinden. So, jetzt haben wir das Ganze hier verbunden. Ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Das sollte fest sein. Ziehen. Wie ihr hier sehen könnt, bin ich hier draußen und ich befinde mich hier gerade im Pumphäuschen. Hier seht ihr jetzt auf jeden Fall schon mal der Kasten, wo einmal hier auf der linken Seite die Steuerkabel vom Raspberry Pi, also vom Gewächshaus, direkt hier in den Kasten reinkommen. Und hier unten das Kabel, das geht zur Steckdose und das Kabel oben, das kommt direkt aus dieser Steckdose. Diese Steckdose ist wiederum an den Hausstrom angeschlossen. Also dieser Stecker hier meine ich. Und der versorgt den kleinen Kasten mit Strom. Wieder hier rüber geschwenkt, möchte ich euch jetzt noch kurz erklären, was jetzt an diesem Kasten einmal dran ist. Also da ist jetzt in dem Fall ein Relais drin. Und dieses Relais kann vom Raspberry Pi angesteuert werden. Und dieser kann dann ebenso diese Steckdose aktivieren. Damit man hier auch weiß, welcher Modus jetzt für was zuständig ist, zeige ich euch das jetzt mal kurz. Ich habe das nämlich hier so gebaut, einen wasserdichten Kippschalter eingebaut und daneben so eine kleine Anleitung hier geschrieben, die sieht man hier. Da steht drauf Bewässerung Easy Greenhouse. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten oder eigentlich drei. Einmal hier, wie sie gerade ist, in der Nullposition. Da passiert einfach nichts, da ist der Strom komplett ausgeschaltet. Dann gibt es da Position 1, das wird hier manuell genannt. Dann, wenn man das macht, wird die Bewässerung manuell aktiviert. Also wenn man den Schalter auf 1 umlegt, dann geht die Pumpe an. Wenn man den Schalter jetzt allerdings auf 2 umlegt, das ist der automatische Modus. Das sollte eigentlich der Standardmodus sein. Nur da gerade die Pumpe nicht da ist, da es noch ein bisschen zu kalt ist, die kommt aber bald wieder raus. Jedenfalls, wenn man den Modus aktiviert, dann kann der Raspberry Pi aus dem Gewächshaus sagen, okay, ich möchte jetzt bewässern. Dann schaltet eben dieses Relais und macht die Steckdose an. Das Ganze möchte ich euch jetzt mal auf beiden Wegen zeigen. Natürlich das Einfache ist hier manuelle Steuerung und das mache ich mal. Wichtig, ich habe hier jetzt einfach nur mal provisorisch ein Verlängerungskabel hin und da seht ihr diesen Schalter. Und der fängt an zu leuchten. Und das hier ist so ein Messstecker, der misst dann, wie viel Strom da ankommt und wie viel verbraucht wird. Den habe ich dann nur dran gemacht, um euch zu zeigen, okay, da kommt wirklich was raus. So, und dann würde ich sagen, schalte ich jetzt mal auf manuellen Betrieb. Und ihr habt es hoffentlich gesehen, hier ist ein rotes Licht angegangen. Der Schalter an sich leuchtet übrigens nicht, aber der Schalter hier funktioniert. Und hier sehen wir jetzt auch, da kommen auf jeden Fall normaler Steckdosenstrom raus. Das sind 234 Volt in dem Fall. Das Ganze möchte ich euch jetzt aber nicht nur so demonstrieren. Deswegen machen wir das gleich mal wieder aus. Und jetzt ist das Licht wieder aus. Jetzt möchte ich euch das Ganze aber nochmal zeigen mit dem automatischen Betrieb. Dafür gehen wir jetzt auf den Modus 2. Und ihr seht, gerade ist noch kein Licht an. Das liegt daran, dass der Raspberry noch nicht angesteuert wurde. Und das machen wir jetzt mal kurz. Ich habe mir jetzt noch mal einen Mac geholt und das seht ihr jetzt auch hier eingeblendet, ist noch das Terminal vom Raspberry Pi, der gerade im Gewächshaus ist. Wie schon gerade gesagt, der kommt von links von diesem Kabel, kommen da die Datenleitungen rein. Dann würde ich jetzt mal sagen, führe ich mal den Befehl aus, den man dafür braucht. Ich habe mir nämlich hier ein kleines Skript geschrieben, das findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, falls ihr das testen wollt. Dann würde ich sagen, führen wir das mal aus. Es ist ein Python-Skript, heißt es geht mit Python 3, autoscript-pumpe.py. Und hier habe ich jetzt zwei kleine Funktionen eingebaut. Wenn man B eingibt, wird die Pumpe gestartet und wenn man Q eingibt, wird die Pumpe gestoppt. Also probieren wir mal B aus. So, und ihr habt es vielleicht gerade gehört, aber man hat so einen Klick gehört und das war im Relaiskasten und ihr habt auch gerade gesehen, der Strom ist jetzt angegangen. Und dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze nochmal mit Q. Gut, in meinem Skript kommt jetzt hier eine Fehlermeldung, Key nicht belegt, aber ist nicht so weit schlimm, weil ihr habt jetzt gesehen,
Jetzt ist es wieder ausgegangen. Und zum Testen passt das auf jeden Fall. Im Prinzip war es das jetzt auch wieder schon von diesem Video. Ich habe eigentlich angekündigt in meinem ersten Video, dass jetzt weitere extra Videos folgen. Problem ist nur, wir sind gerade noch am Entwickeln der Website und da unser Plan ist, die einfach perfekt zu machen, dass sie richtig schön ausschaut. Und weil wir uns da noch ein bisschen Zeit lassen wollen, weil wir vor allem jetzt noch nicht so unglaublich viel Zeit haben, daran zu arbeiten, wollte ich euch nur mitteilen, dass das Ganze jetzt ein bisschen länger dauern kann. Wir geben uns natürlich Mühe, das Ganze so schnell wie möglich zu machen, aber ich kann für nichts garantieren. Heißt, die nächsten extra Videos, die folgen werden, werden vermutlich erstmal ausfallen und es kann sein, dass jetzt die Struktur ein bisschen verschoben wird. Heißt, dass zum Beispiel die Extras erst nach der Code-Veröffentlichung online gehen. Es tut mir leid, dass sich die Ordnung jetzt ein bisschen verschoben hat, aber ich hoffe, ihr könnt mir das Ganze hier verzeihen. Das war es jetzt aber auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und vor allem weitergeholfen. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und weitere Videos nicht mehr verpassen wollt, vor allem vom Easy Greenhouse Projekt nicht mehr, dann abonniert jetzt gerne auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.